Es gibt mal wieder eine Spieltagsvorschau vom 15. Spieltag der Regionalliga Nordost. Vergesst nicht in der Kicktipp-Gruppe zu tippen. Und letztes Mal war ich am Freitag richtig stark unterwegs. Da habe ich gedacht, Alter, Fußball-Expertise auf jeden Fall on fleek. Aber dann vergessen wir es. Wenn der Freitag nur gewesen wäre, Mann, Experte im aktuellen Sportstudio. Aber so bin ich immer noch hier. Starten wir. Lasst ein Like und ein Abo da. Los geht's. Der Freitag geht los mit dem Berliner AK gegen Babelsberg 03. Babelsberg 03 ist Dritter in der Tabelle, hat bis auf das 4:0 im Brandenburg Derby in letzter Zeit richtig gut performt. 2 Punkte hinter dem Ersten. Mit einem Sieg könnten sie also an die Tabellenspitze raufklettern. Der Berliner AK ist ja Tabellenletzter, hat aber im Landespokal gegen den BFC Dynamo ein 2:1 geholt. Und mein Tipp für die Partie Berliner AK gegen Babelsberg 03 ist eine Punkteteilung, ein 1:1. Ich glaube, der Berliner AK kommt selbstbewusst in die Partie und wird einen Punkt gegen den Tabellendritten entführen können. Oder zu Hause behalten, besser gesagt. Weiter geht's mit dem Tabellensiebten gegen den Tabellenfünfzehnten, der ZFC Meusewitz gegen FC Allenburg. Ich okay, ich geil, ich geil, ich geil. Beide mussten im Landespokal ran. Meusewitz konnte sich im Elfmeterschießen durchsetzen im Thüringer Landespokal gegen Rot-Weiß Erfurt und Allenburg hat 2:0 verloren gegen Lok Leipzig und ist ausgeschieden. Meiner Meinung nach ziemlich überraschend, dass der ZFC Meusewitz so weit oben in der Tabelle ist. Sie spielen guten Fußball, sind auch verdient, holen die Punkte, aber mein Tipp ist, dass Allenburg hier auswärts Gewinn tut und 2:1 gegen den ZFC Meusewitz gewinnen wird. Und das letzte Spiel am Freitag ist vom FSV Zwickau gegen den Greifswald FC. Auch die beiden Mannschaften waren im Landespokal unterwegs. Zwickau ist weitergekommen mit einem 2:0, genauso wie der Greifswald FC ein 3:1 im Mecklenburg-Vorpommerischen Landespokal weitergekommen ist. Alter, ich wusste jetzt schon am Ende des Satzes nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Der Tabellen-17. gegen den Tabellen-1. ein ungleiches Duell. Die Zwickauer haben gerade mal 9 Punkte bis jetzt und die Greifswalder sind bis dato noch ungeschlagen. Deshalb glaube ich, dass diese Serien meistens reißen gegen Vereine, da wo man es nicht erwartet, die meistens unten drin stehen. Deshalb ist mein Tipp für die Partie FSV Zwickau gegen den Greifswalder FC, dass die ungeschlagene Serie der Greifswalder reißen wird und Zwickau 2:1 gewinnen wird. Dann geht es weiter am Samstag. Da bekommt der Chemnitzer FC Besuch aus Berlin und zwar von Viktoria Berlin, die momentan auf Platz 5 in der Tabelle sind. Die Chemnitzer sind ja auf Platz 14. Chemnitz hat sich eigentlich recht gut gefangen nach dem schwachen Saisonstart, haben aus den letzten 10 Spielen 5 Spiele gewonnen, 5 verloren. Viktoria hat dann noch im Landespokal gespielt, da souverän 7:0 gewonnen und sie haben aus den letzten 10 Spielen 7 gewonnen, 2 unentschieden und nur 1 verloren. Dennoch ist mein Tipp für die Partie, dass der Chemnitzer FC die 3 Punkte zu Hause lässt und das Spiel 2:0 ausgeht. Eine weitere Partie am Samstag ist die von Rot-Weiß Erfurt gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Beide Mannschaften schwächeln momentan extrem. Die Chemnitzer haben aus den letzten 10 Spielen nur 2 gewonnen und die zweite Mannschaft von Hertha, nachdem sie ja die ersten 4 Spiele gewonnen haben, haben die letzten 10 nicht mehr gewonnen. Deshalb glaube ich, dass keine der beiden Mannschaften einen richtigen Befreiungsschlag in dieser Partie schafft. Mein Tipp für die Partie ist ein Unentschieden, eine Punkteteilung 1:1 zwischen Rot-Weiß Erfurt und der zweiten Mannschaft von Hertha. Und das war dann auch das letzte Spiel von dem Trainer der zweiten Mannschaft von Hertha. Mal gucken, ob es so passiert. Wenn ja, bin ich ein richtiges Orakel, dann werde ich bei der nächsten Fußball-WM gefragt, dann muss ich so als Schildkröte verkleidet zu einem Ball hin mit einer Deutschlandfahne und Brasilien und den muss ich dann irgendwie in meinen Napf machen und seht ihr mich da? Da sehe ich mich. Endlich im Fernsehen. Letztes Spiel am Samstag. Ein Spitzenduell zwischen den zweiten und den vierten. Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo. Spätestens seit der letzten Saison ist die Feindschaft zwischen den beiden Vereinen ja richtig wieder aufgelebt. Bei dem letzten Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison von den beiden Vereinen war ja richtig angespannte Stimmung wegen den verbrannten Zaunfahnen vom BFC Dynamo, die die Anhänger von Energie Cottbus verbrannt haben. Das Spiel endete dann am 30. Spieltag 1:1. Mein Tipp
für den 15. Spieltag dieser Saison ist ein 2 zu 0 für Energie Cottbus. Cottbus kommt ja ausgeruht, die mussten nicht im Landespokal spielen. Der BFC Dynamo ist ja gegen den Berliner AK ausgeschieden, 2 zu 1. War jetzt keine starke Leistung gegen den Tabellenletzten. Deshalb glaube ich, dass diese Partie für Energie Cottbus ausgehen wird. Ein weiteres Duell mit Brisanz am Sonntag, 12:30 Uhr. Alter, bald fangen wir an, wie in der F-Jugend zu spielen. Ist zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig. Chemie Leipzig ist ja im Sachsenpokal rausgeflogen, 2 zu 1 gegen Plauen. Und Lok Leipzig, haben wir vorhin schon erwähnt, hat 2 zu 0 gegen Eilenburg gewonnen. Beide Mannschaften wurden von ihren Fankurven für das Spiel am Wochenende nochmal richtig heiß gemacht, vor allem die von Lok. Da gibt es ja auch diese Videoaufzeichnung. Nächste Woche Sonntag, wir haben die letzten 2 Wochen gezeigt, dass sie es können. Letzte Woche gegen Cottbus, phänomenale Leistung. Heute Heilbronn dominiert, souverän nach Hause gefahren, das Ding. Genau das erwarten wir am Sonntag. Heißt euch den Arsch auf, bei diesen verfickten Deutschland. Geht in die Knochen, wenn es sein muss. Da muss weiter liegen bleiben, scheißegal. Die machen es auch nicht anders, die können kein Fußball spielen. Und in der Stadt gab es auch schon Auseinandersetzungen zwischen Chemie- und Lok-Anhängern. Also in Leipzig ist auf jeden Fall Derby-Stimmung. Mein Tipp für die Partie ist ein 1 zu 3 für Lok Leipzig. Lok Leipzig ist gerade besser in die Saison reingekommen. Auch wenn die Saison von Chemie momentan besser ist, glaube ich, dass der Sieg an Lok geht. In den vergangenen 5 Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es einen Sieg von Chemie, ein Unentschieden und dreimal hat Lok dieses Derby für sich entschieden. Bei dem Unentschieden war ich übrigens letzte Saison im Stadion. Der Vlog ist unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das immer angucken. Letzte Saison, ein atemberaubendes 0 zu 0. Die letzte Partie vom 15. Spieltag der Regionalliga Nordost ist die VSG Altglienicke gegen Carl Zeiss Jena. VSG Altglienicke hat ja ihren Trainer Carsten Heine entlassen, haben dann das Spiel gegen Eilenburg 1 zu 0 verloren. Jetzt ist der neue Trainer da. Mal gucken, ob es da jetzt irgendwie einen Effekt gibt direkt danach. Aber bei Carl Zeiss Jena läuft es ja momentan richtig gut. Aus den letzten 10 Partien haben sie 7 gewonnen nach diesem katastrophalen Start in die Saison. Mein Tipp ist, dass Jena auch wieder diese Partie für sich entscheiden wird, dass es da keinen großen Trainereffekt gibt bei Altglienicke. Das Spiel geht mit 1 zu 3 an die Gäste aus Jena. Das waren meine Tipps für den 15. Spieltag der Regionalliga Nordost. Vergesst nicht, in der Kick-Tipp-Gruppe euren Tipp dazulassen. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Videos rund zur Regionalliga. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao.